Kinderserien hat man normalerweise harmlos in Erinnerung. Etwas, eine Kleinigkeit, unterscheidet mich von euch. Ich kann gehen. Ich bin ein Fußgänger. Doch die meisten Kinderserien sind gar nicht so harmlos, wie man sie in Erinnerung hat. Komm mal her. Der ist ja mit dem Rollstuhl so flink. Bist du auch flink auf den Beinen, oder? Und so auch Millie will's wissen. Er hatte speziell auf Rollstuhlfahrer abgesehen. Der Dennis und ich, wir wollen da zum Eisessen gehen. Ach so, Eisessen gehen, das habe ich so einfach gesagt. Gehen, das geht schlecht beim Dennis. Wir brauchen nicht meistens einen Rollstuhl dafür. Oh Gott, Willi! Was ist denn bloß mit Willi los? Das Einzige, was mich Willi in der Geschichte so ein bisschen gewundert, das ist, warum hier nur Willi? Was ist denn mit Willi los? Das sieht gar nicht gut aus. Willi, also so hatte ich dich aber gar nicht in Erinnerung. Wasser ist bei uns in Deutschland überhaupt kein Problem. Wasser? Was es bei uns im Überfluss gibt, ist in Tansania sehr knapp. Baby, aber nicht nur ich habe sehr viel Wasser daneben geschüttet. Fatuma, ich zeig dir mal, wie wir in Deutschland Wasser tragen würden. Nein! So hier! Hört aber, so ist besser. Ah, das ist ja angenehm. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an letzte Folge. Alles. Frau Judith, es reicht! Aber man muss ja auch ehrlich sagen, das Wasser sieht da ja nicht so lecker aus. Hello darkness, my old friend. Lecker! Nicht so lecker! Aber Willi war noch längst nicht fertig mit den Rollstuhlfahrern. Und wenn ich mich setze, dann kannst du endlich mal auf die Fußgänger runterschauen, weil sonst schaut man immer von oben auf dich herab. No front! Willi the mother flippin' savage, dude! Darf er das? Also nach den ganzen Aktionen heißt Willi will's wissen ab jetzt für mich nur noch Willi will's dissen. Jetzt mal Real Talk, die ganzen Clips sind natürlich komplett aus dem Kontext gerissen und die ganzen Memes gehen jetzt mittlerweile schon so weit, dass ich Willi will's wissen dazu auf seiner Facebook-Seite äußern musste. Also nehmt das Ganze nicht zu ernst und hatet nicht Willi will's wissen. Er ist und bleibt immer noch mein Kindheitsheld. Fast vergessen, ich wollte in dieser Folge ja noch die Bitch-Bibel auspacken. Wenn ihr wollt, dass ich die ganze Bitch-Bibel in einem Livestream vorlese, dann schreibt gerne in die Kommentare. No joke, ich zieh das halt wirklich durch. Tada! Wenn ihr mehr von meinen crazy Videos sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Zeit für einen Clip haben wir aber noch. Frau Doktor, ich glaube, ich bin verliebt. Wo tut's denn weh? Ja, Willi, was machst du da? Hey!